Ich möchte raten, die Diskussion auch mit Blick in die Zukunft, und das heißt mit Blick auf diejenigen zu entscheiden, die entschlossen sind, sich auf den Weg nach Europa zu machen und für die sich die Frage stellt, wo sie am besten einen Antrag stellen. Und ein unbeschränkter Familiennachzug zu Subsidiärschutzberechtigten wäre gerade für diesen Personenkreis ein ganz wesentlicher Anreiz für eine Antragstellung in Deutschland. Denn zahlreiche unserer Nachbarn haben diesen Nachzug zu Subsidiärschutzberechtigten inzwischen eingeschränkt oder hatten einen solchen Nachzug nie. Und deshalb würde dies die Unwuchten in der Flüchtlingsverteilung in Europa weiter verstärken. Und genau das wollen wir nicht.